Wenn unser bescheuerter Hund auf Froschjagd geht. Der große Feind. Der Frosch. Genau, der Frosch. Aber jetzt sind sie auch alle ruhig, ne? Da kommt ja auch der große andere Schwarze. Den wühlt hier. Das ist bescheuert. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge. Ja, letzten Daily-Vlog-Folge. Letzten Daily-Vlog-Folge. Ja, ich brauche ja Montag und am Dienstag nicht weiter vloggen, weil passierte sowieso nichts in unserem langweiligen Leben. Aber heute nehmen wir euch nochmal mit zu einem... Ich muss mal kurz einschreiten. Völlig bescheuert hocken wir hier im Wald. Schimpfen den Hund an, dass er nicht mit Fröschen quatschen soll. Wir haben einen wunderschönen Campingplatz, den wir euch direkt mal zeigen. Wir gehen heute noch ein bisschen zappen, noch ein bisschen Video schneiden. Vielleicht, ich würde sagen, machen wir noch ein Resümee. Und dann war es das. Oh, ey, Texter. Manchmal muss ein Hund tun, was ein Hund tun muss, ne? Ja. Ach, scheiße. Scheiße, alle Frische weg. Bin ich nass und hab doch keinen Frosch. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt mit diesem geilen Campingplatz. Das ist unser Camp, wie ihr seht. Wir stehen quasi auf so einer Art Zeltplatzwiese. Mit leichtem Blick zum Wasser. Und ich würde sagen, wir fangen mal oben an der Schranke an. Jetzt würde ich die Anfahrt mal zeigen. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz den geilen Stellplatz, den ich euch nur empfehlen kann, weswegen ich auch genau dieses Video mache. So, beginnen wollen wir hier. Das ist die Anfahrt aus Richtung Weida. Ja. Dann geht es hier runter, völlig, ihr seht ja, völlig im Grün gelegen, zur Einfahrt. Der Campingplatz besteht aus einem unteren Teil und aus einem großen oberen Teil. Also Platz ist mehr als genug. Hier sieht man auch schon die ersten Stellplätze. Und hier ist dann auch schon die Anmeldung und die ersten Duschen. Ja, zu Recht hängen hier draußen auch schon die ersten Auszeichnungen. Den hat er echt verdient. Und dann geht es dann auch schon auf den Campingplatz. Terrassenförmig angelegt, es geht quasi immer nach unten. Und überall, was ich echt super finde, befinden sich solche Flächen für Vans, Wohnmobile und so weiter. Und die verteilen sich tatsächlich über den ganzen Campingplatz. In jeder kleinen Ecke findet man irgendeinen Stellplatz oder eine Nische. Wie zum Beispiel hier. Das sind einfach zwei ganz normale Stellplätze. Strom, Wasser ist natürlich alles da. Und wie man schon direkt sieht, viel Grün. Überall so kleine Wege und kleine Eckchen. Übrigens, da sieht man auch schon ein Mietbungalow. Man kann ja auch ein Bungalow mieten. Also Zeltplatzwiese, Stellplatz, Dauercampingplatz, Bungalows. Alles vorhanden. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Wasser und da sieht man auch schon wieder B- und Entsorgung und wieder überall kleine Stellplätzchen, Imbiss und auch hier wieder ein, zwei Stellplätze.
So, da ist der Imbiss. Viel Platz davor. Hier kann man auch so ziemlich alles kaufen, was das Camperherz begehrt. Das Freizeitangebot für die Kids. Und runter geht's zum Wasser. So, Bob steht hier auf einer der Zeltplatzwiesen, die echt was ganz Besonderes sind. Da können nämlich auch Vans drauf. Und wie auch hier gibt es, egal wo man hinschaut, immer wieder süße kleine Ecken und Nischen, wo man stehen kann und sich so ein eigenes kleines Paradies basteln kann. So wie wir das auch gemacht haben. Ja. Das ist der Weidaer Campingplatz, Naturcampingplatz wohlgemerkt. Ein absoluter Traum, wirklich wunderschön. Super günstig, glaube ich. Ich habe irgendwas mit 19 Euro, zwei Personen und Van pro Nacht. Mit allem drum und dran, da ist WLAN dabei, da ist Brötchenservice dabei. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Ihr habt den Bootssteg gerade gesehen. Eine halbe Stunde Boot fahren kostet, glaube ich, 3 Euro oder so. Also absolut super schön für einen kleinen Urlaub, auch vielleicht sogar für einen großen Urlaub. Und bei der Aussicht und Wanderwegen und der schönen Umgebung, was will man mehr? Also ihr merkt gerade, ich bin sehr begeistert. Also ich komme definitiv wieder, jetzt mal ohne Auftrag, sondern einfach nur mal, um hier mal zu entspannen. Ist toll. Ich verlinke euch die Seite unten drunter. Kommt mal vorbei. Schaut es euch mal an. Lasst ein Like da. So, wir packen noch zusammen und dann verabschieden wir uns von... Scheiße, ich sehe das nicht. So, ich zeige euch mal, wie wir uns nicht mal... So, wir verabschieden uns von diesem tollen Platz und treten dann leider schon die Heimreise an. Wirklich? Oh, ja, wir müssen leider mal ziehen. Es geht das richtige Leben wieder los. Ja. Naja, egal. So, komm, wir packen zusammen. Wir kacken zusammen. Oh ja. Hast du ganz viel gepackt? Du hast schon ganz viel gepackt. Nee. Damit wir nicht immer die ganze Zeit halten müssen. Wir sind ein bisschen schief. Wir müssen schief stehen. Wir können ein bisschen mehr rangehen. Nee, und wir müssen schief stehen. Schieb mal. Ja, noch ein bisschen gerade. Guck mal hier, der Hund. Ja, dem Hund musst du das auch sagen. Bitte was? Dem Hund musst du das auch sagen, dass er sich schief stellen muss. Okay. Also,
Achso. Da war doch was. Ich kriege immer Angst, also wenn das Störche klappern, das ist schon knirmisch, oder? Knirmisch. Naja, ist doch so. Hallo. Wie ihr seht, haben wir uns einen Schlafplatz für die Nacht gesucht. Wir sind auf dem Heimweg von unserer zweiwöchigen, nennen wir es Daily Vlog Tour. Ja, ist auch gut. Ja. Wir haben es aber noch nicht ganz so weit geschafft, weil wir uns nicht trennen konnten von unserem letzten Trip. Ort. Ort. Es hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen. Meinst du mich? Ja. Ja, es hat wirklich, ja, es hat wirklich auch Spaß gemacht. Es war anstrengend. Es war sehr angenehm, mit Ihnen zu arbeiten. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Nein, es war anstrengend. Deine Hose ist offen. Das sieht man nicht, Schatz. Aber ich sehe das. Ja, können wir jetzt mal weitermachen. Es ist wirklich so. Was? Dass meine Hose offen ist? Mhm. Ja, na klar, aber ist doch egal. Ich sage ja nur. Können wir jetzt weitermachen? Mhm. Gut. Es war ein bisschen anstrengend, aber auch super, super schön. Aber das viel lag Spaß nicht an mir, gemacht, dass es anstrengend war. Nein, natürlich nicht. Können wir jetzt mal weitermachen. So, die Leute langweilen sich da draußen. Ach so. Denken, Gott sei Dank ist diese Daily-Vlog-Scheiße vorbei. Ja, ist vorbei. Ich habe viel gelernt. Ich auch. Wir haben beide viel gelernt. Road and Board, ja. Bekommt immer mehr ein Gesicht. Ein berufliches Richtungsgesicht. Jeden Tag, wie wir daran arbeiten, umso genauer wird das. Aber egal. Darüber reden wir vielleicht später nochmal. Vielleicht machen wir nochmal ein Resümee. Eine längere Folge. Irgendwann. Vielleicht die Woche, keine Ahnung. Vielleicht auch mal wieder irgendwas mit reparieren oder so. Ach, ich weiß es nicht. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für eure vielen, vielen netten Kommentare, für eure Likes, für dass ihr das überhaupt geschaut habt. Danke, dass ihr dabei wart. Das ja, hat das uns war viel sehr, Freude sehr schön gemacht. Das freut uns auf jeden Fall immer sehr. Ja. Wir und wissen, jetzt, dass da tatsächlich auch immer jemand zuguckt. Ja, und das mag, was wir so tun. Ja. Schön. Erstaunlich. Daumen hoch. So, jetzt, aber wir sind echt fertig. Ich mag nicht mehr in diese komische Linse gucken. Irgendwie nee. Wir brauchen mal. Morgen ist kamerafrei, haben wir schon gesagt. Genau. Brauchen mal eine kurze Pause und macht's gut, ihr Lieben. Gute Nacht oder so. Tschö. Tschö. Naja, komm, lass uns noch ein ordentliches Tschö raushauen, oder? Nur richtig laut? Ja, wir wollen hier nicht die Tierwelt verschrecken, ja, aber richtig ordentlich. Ne? Tschö. Tschö. War schon ganz schön laut. Das war schon laut. Jetzt rennen hier die ganzen Füchse und Tiere so rum und keine Ahnung.